Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Kurz vor Ostern steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet 24.300 neue Fälle. Das sind gut 1.600 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt knapp über 134. Hoch ansteckende Corona-Variante bei fast 90%. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante B.1.1.7 einen Anteil von 88% der in Deutschland Infizierten erreicht. Die Variante ist nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender und verursacht vermutlich schwerere Verläufe. Frankreich weitet Lockdown auf das ganze Land aus. In einer TV-Ansprache erklärte Präsident Macron am Abend, die neuen Maßnahmen würden von Samstag an gelten, darunter abendliche Ausgangssperren. Auch müssten die Schulen mindestens 3 Wochen schließen. Landesweit lag die 7-Tage-Inzidenz zuletzt bei 375. Großbrand in Düsseldorf. Dabei wurden in einem Depot der Rheinbahn 40 Linienbusse zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf die Straßenbahnhalle konnte die Feuerwehr verhindern. Die Brandursache wird jetzt untersucht. Vereinzelt könne es heute Morgen zu Verspätungen kommen, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Blamage für DFB-Team in der WM-Qualifikation. Die deutsche Fußballnationalmannschaft unterlag am Abend überraschend gegen Nordmazedonien mit 1:2. Es war die erste Niederlage in der WM-Qualifikation seit fast 20 Jahren. Das Wetter heute in der Südwesthälfte viel Sonne, Richtung Nordosten zeitweise wolkig. Dort sowie Richtung Alpenrand stellenweise Schauer. Höchstwerte von 8 bis 26 Grad.